Der Start der zweiten Staffel von The Mandalorian hat viele von uns absolut begeistert. Visuell als auch storytechnisch eine absolut tolle Erfahrung. Und dann kam das hier, der Krayt-Drache. Eine Gestalt, die normalerweise nur in Legends zu Hause ist und in den normalen Filmen nur leicht angeteasert wurde, konnte sich wahrscheinlich niemand vorab vorstellen, dass wir ihn in The Mandalorian Staffel 2 wirklich einmal zu Gesicht bekommen. Und genau um diese Kreatur wird es heute gehen. Und damit auch Hello there, liebe Star Wars Freunde bei Star Wars Buddy. Heute geht es um den Krayt Dragon, ein fast schon legendäres Wesen im Star Wars Universum. Und wenn euch das Video am Ende gefallen hat, dann lasst es mich gerne wissen mit einem Daumen nach oben und abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, um nichts mehr zu verpassen, damit ich weiß, ihr wollt mehr davon. Jetzt aber direkt zum Thema. Krayt-Drachen sind normalerweise ausschließlich auf dem Wüstenplaneten Tatooine zu finden, auch wenn Legenden besagen, dass sie eigentlich ursprünglich von den Dooi Nuu-Gwin abstammen, also sogenannten Sterndrachen, die 1 bis 3 Kilometer groß werden können und damit in der Größenordnung eines normalen Sternzerstörers spielen, was aber wie gesagt hier eine Legende ist. Die Fakten der uns bekannten Krayt-Drachen sagen folgendes, eine Größe von 30 bis 100 Metern. Das ist abhängig von den verschiedenen Spezies, die der Krayt-Drachen angehören. Da gibt es nämlich einmal den Canyon Krayt-Drachen, der etwas kleiner ist, und den Greater Krayt-Dragon, den ihr unter anderem auch aus The Mandalorian kennt. Dieser ist dann wirklich bis zu oder teilweise sogar über 100 Meter lang. Außerdem gibt es einige Sichtungen von roten Krayt-Drachen, die aber nicht bestätigt oder auch Kanon sind. Krayt-Drachen sind, wie ihr euch denken könnt, Fleischfresser. Der Krayt-Drachen an sich gilt als nicht sonderlich intelligente Spezies, ist also ungleich einem Menschen, Twi'lek oder Gungan nicht in der Lage, komplexe Gedankengänge nachzuvollziehen. Wobei ich das bei den Gungans manchmal auch bezweifle, aber das ist ein anderes Thema. Mich sind nix zu wissen! Eine Besonderheit dieser Reptilien ist es, dass sie während ihres gesamten Lebens weiter wachsen. Außerdem sehr besonders für ihn und der folgende Fakt macht sie sehr, sehr wertvoll für potenzielle Großwildjäger. Krayt-Drachen essen, wie viele Reptilien, Steine, um einfach ein bisschen Bewegung in ihren Muskelmagen zu bekommen. Einige dieser Gallensteine wandeln sich durch die Magensäure in der Zeit zu sogenannten Drachenperlen, welche außerordentlich wertvoll sind. Die kleinere Unterart des Krayt Dragons, der sogenannte Canyon Krayt Dragon, ist öfters in Schluchten und engeren Gebirgen auf Tatooine zu finden. Die seltenere, größere und wesentlich gefährliche verwandte Unterart, der Greater Krayt Dragon, welcher wie gesagt teilweise über 100 Meter lang werden kann, ist auch in Dünen unterwegs, um dort seine Beute zu finden. Gefressen wird alles Organische, was ihnen in die Quere kommt. Meistens sind es aber Banthas. Die großen Vertreter der länglich gezogenen Reptilien sind sogar bekannt dafür, ganze Salaks zu töten und zu verschlingen. Das sind die Viecher, die zum Beispiel Boba Fett verschlungen haben in Episode 6. Also an sich schon riesige, große und kräftige Predator auf Tatooine. Neben dem ausgesprochen starken Kiefer und seiner schieren Masse an Körpergewicht nutzt der Krayt-Drache auch seine eigene Magensäure, welche er auf seine Opfer speien kann, welche bei Kontakt dann sehr, sehr schnell tödlich endet. In Filmen und Serien ist der Krayt-Dragon eher sehr, sehr selten aufgetreten. Einmal in Episode 4, dort aber nicht verkörpert, sondern nur als Skelett in der Wüste, als C-3PO die Wüste von Tatooine bewandert. Einmal in The Mandalorian Chapter 9, The Marshal, als Mando gemeinsam mit Sandleuten und den Bewohnern einer Siedlung einen großen Krayt Dragon zu Fall bringen muss, um die Sandleute als auch die Siedlungsbewohner einer sicheren Zukunft zu gewährleisten. In einigen Büchern als auch im MMORPG Star Wars Galaxies ist der Krayt Dragon dafür öfter vertreten und teilweise sogar zu bekämpfen. In der Kultur vieler Völker auf Tatooine spielt der Krayt Drache eine größere Rolle. Die Angst vor diesen überaus gut gepanzerten Alpha-Predatoren, welche nur am Bauch wirklich verwundbar sind, als natürlich auch trotzdem die Chance, irgendwann einer dieser Drachenperlen zu bekommen, sind ein dauerhafter Gedankengang bei vielen Sandleuten und Jawas. Was haltet ihr von den Krayt Dragon und was glaubt ihr, welches Star Wars Wesen könnte gegen ihn ankommen? Schreibt es mir gerne unten in die Kommentare. Ansonsten gerne Daumen nach oben, abonnieren und gerne bei unserem Fanfilm oder anderen Videos bei mir vorbeischauen. Ich würde mich freuen, euch hier öfters begrüßen zu dürfen. In diesem Sinne, möge die Macht mit euch sein. Immer.